Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem sehr elektrisierenden, krassen Video, wo ihr eigentlich der Tesla-Fanclub-Nerd-Hate-Alarm jetzt schon aktiviert sein muss. Warum? Ja, die sind schon krass drauf, die Jungs. Es gibt auch normale Jungs. Es gibt auch normale Jungs, aber es gibt auch sehr viele nicht normale Jungs. Ja, auf jeden Fall, ich werde jetzt gleich das neue Auto von Herrn Kurek fahren. Und in dieser Firma ist der Tesla-Hype komplett eskaliert. Und bleibt dran, Leute. Wirklich, bleibt dran. Die Sachen, die Jungs mir erzählen, sind unglaublich. Verfickte Scheiße, glaublich, was dieses Auto wohl kann. Dass ich irgendwann mal gesagt habe, ja, lass doch mal ein Video damit drehen. Ja, mach doch. Und es ist so krass. Und Mofa hat mir auch was krasses erzählt, da waren wir auf der Rückfahrt von irgendwo. Er meinte, das beste Marketing ist einfach, weil jeder seinem Freund erzählen will, was dieses Auto einfach alles krasses kann. Ja. Und dann hat er mir Sachen erzählt, die habe ich nicht geglaubt. Und ich habe es auch noch nicht gesehen. Das Auto von dir steht irgendwo hier. Und dann ging es nämlich gerade schon los. Deswegen habe ich gesagt, halt die Fresse. Ich will, dass sie das live macht, weil... Dann sagte Fabian, der Alkoholiker auf dem Stuhl, dass er dem Alkoholiker auf dem Stuhl seinen Schlüssel per WhatsApp schickt. Also gibt zwei Optionen. Wir können entweder... Es gibt drei Optionen. Oh, es gibt bestimmt vier. Aber das ist das Tesla-Marketing-Werbevideo. Also entweder können wir den Fahrzeugschlüssel, der in dieser Form ist... Das ist das Einzige... Gib mir einfach den, das ist für mich einfach. Das ist das Einzige, was du mitbekommst, wenn du das Auto kaufst. Kannst du aber noch einen Schlüssel extra kaufen? Also brauche ich wieder nachher, aber damit kannst du das Auto aufmachen. Also es gibt keinen Schlüssel. Nee, kannst du bestellen, aber... Also du kannst damit das Auto öffnen und schließen. Und starten. An der B-Säule. Muss man das extra bestellen oder ist immer? Das ist immer dabei. Das ist automatisch dabei. Zwei du kannst aber auch normalen Schlüssel extra bestellen. Was kostet der Scheiß auch? Aktuell ist der jetzt, glaube ich, bei 63.000 Euro. Ja, ist teurer geworden. Letzte Woche teurer geworden. Also andersrum. Wie viele Mitarbeiter? Eine Menge Mitarbeiter haben so ein Ding bestellt. Dass ich mir gedacht habe, was ist das hier für eine Tesla-Aufruhr in den Mittagspausen und überall. Also die haben jetzt... Du hast zwei gekauft, ne? Ich habe zwei bestellt. Ja, natürlich. So läuft das hier bei Herrn Kubik. Ja. Die haben aber jetzt das Basismodell, Model 3, letzte Woche still und heimlich über Nacht 7.000 Euro teurer gemacht. Ja. Und die haben die Reservierungsgebühr, die eigentlich 100 Euro beträgt, auf 250 Euro erhöht. Und das macht den Preis nicht aus? Ja, das ist ja egal. Das ist egal, das ist nur für den Punkt, wenn du bestellst und sagst, nehme ich nicht. Aber ich habe gehört, dass die auch teilweise sehr kulant sind, weil die Nachfrage da ist, dass du auch teilweise sogar die Reservierungsgebühren erstattet bekommst. Aber okay, ist also abhängig. Den Schlüssel kannst du per E-Mail oder per was? Ja, du hast eine App, du kannst mit dem Handy, du brauchst das Ding eigentlich nicht. Eigentlich reicht es, wenn das Handy... Warum lass du es? An sich brauchst du das Ding auch nicht, was Kubik dir gerade gegeben hat, die Karte. Die habe ich hier in der Tasche. Das Ziel ist, dass du eigentlich alles mit dem Handy machst. Ich hab, wenn ich einsteige, ich habe einfach das Handy in der Tasche, gehe zum Auto, mach's auf und fährt los. Okay. Das Ding ist aber ist das quasi nicht, die kann man das dann nicht sehr einfach knacken? Keine Ahnung. Stimmt. Ja, kann schon sein. Aber ich kenne Videos aus letzter Zeit, wo ich sehe, wie Autos geklaut werden. Also Autos mit Funkfernbedienung und so ist heutzutage. Aber du hast ja auch noch Vorteile, die dich ein bisschen absichern beim Tesla, wie zum Beispiel der Wächtermodus. Ja. Das wollte ich ja alles im Auto erklären. Ja, mach doch! Ich hätte doch gar keine Ahnung. Also ich will doch erstmal einen Zugang fahren. Der Momo braucht die App, weil sonst. Ich habe doch eine Karte. Ja, dann kannst du aber nur fahren. Weil ja, wenn du den Zugang für die App hast, dann kannst du in der App. Du kannst mit der App auch ganz viel machen. Man darf mein Handy nicht in der Hand halten, wenn man Auto fährt. Nee, aber der Momo fährt ja nicht und filmt. Der filmt ja, hat das Handy und du fährst. Du kannst jetzt von hier oben schon geile Sachen machen mit dem Handy. Du kannst zum Beispiel durch dein Auto, durch den Lautsprecher sagen, weg vom Auto. Oder egal wo auf der Welt. Egal wo auf der Welt. Das ist für mich schon geil. Da kann ich meine Freude schon richtig mit. Also du kannst easy jetzt starten mit, also du lässt das Auto hupen oder machst Lichthupe, weil das ist ja nichts Besonderes. Das kann man sagen auch. Die haben mir schon wieder... Ja, die ja, haben mich schon wieder. Das jetzt mal zum Beispiel. Guck mal, wir könnten jetzt auch, wenn du jetzt sagst... Die Leute wollen das Auto sehen! Ja, das ist zu kalt, ne? Dann könnte ich ja jetzt sagen, komm, machen wir schon mal die Klimaanlage an. Aber ich kann dir auch hinten. Und wenn jetzt warm ist, kann ich dir ein Spalter Fenster aufmachen oder so Innenraum Überwachungsschutz kannst du einstellen. Wenn der über 40 Grad ist, macht er alleine die Klimaanlage an, damit es nicht zu heiß wird. Lass ihn mal auf den Öffnen-Button. Ah ne, wir sehen das ja jetzt nicht. Mach mal mit meinem Handy jetzt gleich. Damit du mal siehst, wie schnell das geht. Okay, was ich aber sagen muss, das ist an die ganze Autoindustrie gerade. Weil gerade war die Kamera ja wieder aus, dann wieder Quatsch wieder ohne Ende. Ja. Das geht an die ganze Autoindustrie und ich denke, sehr viele werden unterstützen. Autos haben ja digitale Displays. Digitale Displays. Ein digitales Display kann Fernsehen wiedergeben, Netflix wiedergeben, kann alles wiedergeben. Ich kaufe einen Taycan für 245.000 Euro. Ich kaufe andere Autos und dann ist das Auto im Tacho Silber. Ich habe aber Weiß. Oder ich habe Rot. Oder ich habe vielleicht sogar Sonderlack, habe ganz viel Fahrgeld dafür bezahlt und überall ist das Auto dann in der gleichen Farbe. Weil sie einfach sagen, ich scheiße auf den Kunden, das ist nämlich zu kompliziert. Dann frage ich ja beim Tesla, ist denn dann in der App und überall das Auto in einer anderen Farbe? Dann sagen die ja. Und dann sagt Movo zu mir, wenn du dein Auto pink folierst, kannst du das Auto sogar pink machen. Und dann denke ich mir, das würde mich
Aber ich muss ganz kurz... Warte, ich bin Mr. VAG-Konzern. Ja. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Das kann nicht so kompliziert sein. Und wenn mein System darauf aufgebaut ist, dass das Erfolgserlebnis und das Stolzheiterlebnis muss doch im Innenraum weitergeführt werden. Das muss ich doch tragen. Und dann dem Kunden einfach die Farbe, die wir einfach ausgesucht haben, in die Fresse zu rotzen, obwohl er voller Stolz weiß wird. Oder ultraviolett in seinem RS3. Nein, der Hersteller sagt... Okay, kurzer Einwand. Es kam bei Tesla auch erst mit einem Update später dazu. Es ging nicht von Anfang an. Ja, auf das Update will ich bei Volkswagen mal warten. Okay. Aber da muss ich, glaube ich, sehr lange warten. Muss man aber dazu sagen. Das kann ja alles sein, aber dieser Hersteller, das muss ich wirklich dem Hersteller lassen, der ist schon sehr, sehr... Das Auto sieht nicht gut aus. Richtig. Das Auto ist nicht schön, Punkt. Es ist proportionstechnisch, nach meinem Empfinden, nicht schön. Ja. Hate me, einfach, judge me. Es sieht einfach futuristisch aus und nicht... wie das, was man also auch mit Auto futuristisch. Es sieht wie eine Raumkapsel aus, aber findest du? Siehst du gleich, ja schon. Von außen? Ja, schon irgendwie so ein Ding wie aus den Science-Fiction-Filmen, die so dann von so einer Raumstation von einem zum anderen Ding fliegen, finde ich. Es hat halt andere Prioritäten, nicht Aussehen. Ne? Ja. Es geht halt ja, aber Dynamik Aussehen, und Platz im Aber ich glaube, und so. Aussehen ist schon... Ist ein wichtiger Punkt. Ja, finde ich auch. Aber man merkt bei Tesla, dass es anscheinend doch nicht so ein wichtiger Punkt ist, weil das Auto verkauft sich wie... Weil es einfach klug ist. Und das kann ich bestätigen. Scheiße. 100%. Du sitzt nicht da... Am Anfang habe ich auch gedacht, boah, dann guckst du mit dem Armaturenbrett und so. Da achtest du gar nicht mehr drauf, weil diese ganze Technik in dem Auto dich so fasziniert und du immer wieder denkst, Alter, krass, was das Auto kann, dass der Rest komplett ausgeblendet wird. Und in Amerika können die sogar schon alleine fahren, ne? Du kannst eine Beta runterladen in Amerika, dann musst du irgendwie Haftungsausschluss hier da und dann kannst du dieses Full Safe Drive als Beta-Version, als Tester quasi benutzen. Mhm. Aber mit jedem Typ, der das macht, sammelt Tesla mehr Daten und es wird klüger, genau. Okay, ich will jetzt mal fahren. Das ist schon ein langes Video. Ist auf lässig, ne? Also nicht, dass er sich wundert, wenn es auf der zeige ich ihm alles. Okay. So. Ja, let's go. Okay, let's go. Wo steht das Auto? Das ist eine gute Frage. Könntest du auf der App jetzt gucken, wenn du willst? Ich hab die App ja nicht. Ja, ich hab die App. Nein, der steht hier irgendwo. Warte, ich lass ihn mal hoch. Ja, nee, wir kommen ja nicht raus. Da ist er. So, ich. Aber guck mal. Ja, es ist schnell. Ja. Das ist schon sehr schnell, ne? Das ist sehr schnell, ja. Öffnen und schließen geht genauso schnell. Ja, schon, super. Das ist schon cool. Das sind die 20 Zoll, die hat nur der Performance. Aber das ist schneller jetzt hier, ne? Das ist ein schneller, ja. Der Wagen ist aber zu, ne? Sieht das Fabians Auto ist? Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier rauskomme, Digga. Weil da ist ja jetzt nichts übrig an der Wand. Aber er macht das sehr gut hier an der Steilung. Muss ich wirklich sagen. Macht er wirklich sehr gut. Weil er hält mich komplett fest. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Also, warte mal, lass erstmal ein paar im Stehen ein paar Sachen machen. Lass erstmal raus. Fahr erstmal raus. Hast du, wie die Tür aufgeht, hast du schon gesehen, ne? Hier. Genau, also der Sinn ist, dass du es quasi so machst, ne? Aber du hast auch hier so eine Notfallentriegelung, GTR. Ah ja, okay, ja, dann. Kannst du beides benutzen. Aha. So, was sagst du so, erster Eindruck? Material und so. Du bist ja vor Ewigkeiten schon mal einen Tesla gefahren. Richtig, ne? Richtig. Ja, bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Ich finde, das Auto wirkt sehr wertig. Also nicht sehr, aber es wirkt auf jeden Fall absolut wertig genug. Für das Geld, was es kostet. 100%. Kannst du dich noch erinnern, wie es damals war? Weil die nee. Verbesserung ist halt ultra krass. Ne? Der Bildschirm war anders. Aber so muss ich sagen, gibt es mir ein sehr starkes California-Gefühl. Das ist ein sehr amerikanisches Gefühl. Ja. Finde ich. Mhm. Es wirkt wirklich wertig. Ja, ich find's gut. Okay, klick mal auf dem Bildschirm oben, wo Fabian steht. Klick mal da auf den Namen. Ja. Genau. Und jetzt gehst du da hin und geh mal auf die Fahrerprofileinstellung. Ja. So, und jetzt machst du Fahrer hinzufügen. Gib mal einfach ein Jean-Pierre, JP, was du willst. Chef, genau. So, und dann gehst du mal auf Profil erstellen. So, und jetzt wird's schon lustig. Klick mal auf Spiegel. So, und jetzt benutzt du dein Lenkrad, um deinen linken Spiegel einzustellen. Also nicht das Lenkrad hier, sondern den Knopf am Lenkrad links. Damit stellst du jetzt deinen Spiegel ein. So. Dann klickst du auf den rechten Spiegel. Hier? Nee, hier auf rechts klicken. Immer die linke Taste. Und dann stellst du den rechten Spiegel ein. Ja, okay, ist cool. Ja, wenn du fertig bist, kannst du auf Speichern klicken. So, dasselbe kannst du nochmal mit dem Lenkrad dann an sich machen. Also du kannst quasi dein Lenkrad einstellen. Ja, ist jetzt ausgewählt. Du kannst jetzt in die Einstellung gehen, dann kannst du es da einstellen. Normalerweise zeigt dir das dann an. Und zwar bei Fahrzeug Lenkrad. Genau, und jetzt kannst du damit dein Lenkrad auch einstellen.
Ja, gut. Ja, und dann klickst du mal auf Speichern, wenn du fertig bist. Genau. Und der speichert in den Profilen alles ab. Ne? Also nicht nur deine Sitzeinstellung und deine Lenkrad-Einstellung, sondern auch deine Fahreinstellung, die du hier eingestellt hast, speichert er auch ab. Sprich, du kannst diese Profile nicht nur nach Namen erstellen, sondern könntest auch sagen Driftmodus, Sportmodus. Ne? Und dann hast du auch zum Beispiel im Driftmodus eine andere Lenkrad- und Sitzeinstellung oder im Rennmodus eine andere Lenkrad- und Sitzeinstellung. Das ist alles auf dem Profil gespeichert. Ne? Und du hast eine unendliche Anzahl an Profilen, die du quasi einstellen kannst. Ne? Genau, jetzt bist du hier bei den Fahrmodi. Du kannst einmal die Beschleunigung einstellen, auf lässig und auf Sport. Habe ich. Lenkmodus kannst du auch 3 verschiedene einstellen. Komfort, Standard, Sport. Genau. Und du könntest jetzt, wenn wir jetzt auf der Rennstrecke wären, auf dem abgesperrten Modus, könntest du jetzt da unten bei dem Track-Modus geh mal in N, also mach mal Park rein. Genau. So, jetzt kannst du die Modis verstellen. Das geht nur, wenn du Park drin hast. Ne? Du hast einmal den Stopp-Modus. Das ist quasi, wie dein Pedal reagiert. Ob du ein One-Pedal-Driving hast, ne? Oder ob er fahren soll wie ein Automatik. Ne? Oder ob er einfach stehen soll. Also Kriech-Modus wäre quasi... Mach mal eben, der UPS-Fahrer will da rein. Ja, fahren wir mal hoch. Ui, jetzt fällt er los. Ja, jetzt bist du auch im Sportmodus bei Beschleunigung. Nee, aber Sportlenkung mag ich nicht. Ja, kannst du ja machen, wie du willst. Speichert der dann auf deinem Profil auch ab. Oh, der bremst aber viel Rekuperation jetzt. Ja, das kommt jetzt drauf an, was du eingestellt hast. Das können wir halt nur im Park verstellen. Ich freue mich sehr, dir das gerade alles zu zeigen. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Oh, guck mal hier. Ja, jetzt. Du bist ja jetzt schon losgefahren. Ich wollte dir ja erstmal alles zeigen im Stehen. Du hast jetzt gerade gesehen, dass er dir die Kamera unten eingeblendet hat, ne? Ja, wenn ich so mache, dann zeigt er den Totwinkel. Sowas kommt bei Tesla einfach mit einem Update dazu. Das ist im letzten einfach Die Funktion ist im letzten Update einfach dazugekommen. Die hat jetzt jeder Tesla-Fahrer als Funktion und vorher gab es das nicht. Einfach, du steigst morgen in ein Auto, neues Update und dann hat Totwinkelwarner. Ich kann es aber auch ausschalten, wenn ich will. Du kannst es ausschalten, genau. Okay. Jetzt machen wir nochmal ganz kurz P rein, damit du hier die Einstellung nochmal anpassen kannst. Also, nochmal, Kriechmodus wäre quasi das, wie du es vom Automatik kennst. Du gehst von der Bremse runter und er fängt langsam an anzurollen. Ne? Er fängt an zu kriechen. Rollen würde bedeuten, er macht gar nichts. N. Genau, N. Und halten heißt quasi, du gehst vom Gas runter und er bleibt selbstständig bis auf Null stehen. Das ist eigentlich so effizienzmäßig das Schlauste, ne? Weil er da am meisten rekuperiert. Kriechmodus fühlt sich halt am natürlichsten an, sage ich. Jetzt gehst du mal auf Anpassen oder geh mal auf den Track-Modus. Dann kannst du den da quasi aktivieren, musst quasi sagen, ja, wir sind nicht offen. Ja. Genau, jetzt hast du aber was ist denn? Hier schon eine Anzeige, ne, für Temperatur und so, Akkutemperatur. Dann hast du vorne die Drive-Unit. Warte. Den Akku wahrscheinlich vorheizen oder sowas, keine Ahnung. Weil es gleich losgeht hier. Genau, jetzt geht es nochmal auf die Einstellung und dann kannst du bei Pedale und Lenkung deinen Track da waren noch ganz andere Einstellungen anpassen. Aufnehmen? Ja, das zeige ich dir gleich alles. Geh mal erst. Digga, wann fahren wir denn mal hier? Ja, das Auto ist auch viel. Geh mal auf Anpassen bei Track-Modus. Das hast du wieder aktiviert, aber wir wollen ja erstmal anpassen, damit du siehst, was wir da alles einstellen können. Okay, hier drauf. Aufs Auto, genau, auf Pedale und Lenkung und dann auf Track-Modus anpassen. So, mach mal Park rein, du bist ja nicht im Park. Bist du im Park? Okay. Okay. Dann hast du jetzt hier links, da kannst du auch verschiedene Profile machen, wie in deinem normalen Profil. Ja, Rennabstimmung, Driftabstimmung. Genau, jetzt kannst du mal zum Beispiel Einstellungen oben hinzufügen einfach. So, jetzt kannst du eine Einstellung erstellen. So, jetzt kannst du einstellen deinen Lenkausgleich. Also du kannst wirklich einstellen 100% Hinterachse. Das heißt, du hast ein Heckangetriebenes Auto, 100% Vorderachse, du hast ein Frontangetriebenes Auto oder 50-50, du hast ein Allradauto. Alles in einem. Ernsthaft jetzt? Ja. Also wenn ich jetzt so mache, ist der Heck. Hast du 100% Heckantrieb? Und der sperrt auch? Dann musst du hier hingehen, musst die Stabilitätskontrolle machst du auf minus 10 und jetzt kannst du querfahren. Wirklich? Wirklich. Aber ist ESP denn schon aus? Jetzt ist ja. Du hast jetzt Stabilitätsassistent auf minus 10, also der greift jetzt nicht ein. Wirklich? Wirklich, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist das geil? Ist das geil? Du kannst auch Allradtriffs machen. Wenn es in den Schnee liegen würde, willst du 50-50 machen und dann. Ja. Yeah. Aber mach mal Track-Modus aus. Ich will da noch. Lass uns mal hier noch. Nee, der Mann guckt da schon. Okay. Okay, und jetzt? Jetzt fährst du aber gerade ohne Stabilitätskontrolle, ne? Ja, ist doch voll geil. Fahr mal Richtung Bochum, Richtung Ruhrcenter an den Supercharger. Also so in die Richtung, dass wir da noch hinfahren können gleich. Wir haben 407 Reichweite. Ja, aber ich will dir das mal zeigen mit dem Supercharger. Das ist ganz lustig. Ah, der rutscht schon weg jetzt, ne? Dann. Ja. Und wenn ich jetzt so 50-50 mache? Ja. Ach, bei der Fahrt einfach ne? Das geht auch bei der Fahrt. Einfach so. Eigenartiger Sound, ne? Sehr spitzer elektrischer Sound so.
finde ihn sehr zahnarztmäßig. Aber das ist halt der echte Sound vom Motor, ne? Da ist halt nichts über Boxen und sowas. Der hört sich halt einfach so an. Mhm. Ich finde ihn nicht so schnell. Ja. Finde ich jetzt so. Ja, also hat aber auch rund über 200 PS weniger als dein Taycan jetzt, ne? Musst du natürlich auch bedenken. Mhm. Kostet auch nur einen Bruchteil. Ja, ein Fünftel. Ja, also ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich kann alles einstellen, also ob es mein Auto ist. Ist ja auch mein Auto. Ja. Ist das nicht mein Auto, aber ja. Wenn man das Auto kauft, kann man machen, was man will. Du hast keinen Fokus. Hier unten ist ja ein Joypad. Ja, du bist ja so schnell losgefahren. Ich wollte das dir alles noch zeigen. Ja, komm, wir halten es ja vorne an. Was ist kostet der billigste? Der billigste kostet jetzt mittlerweile 49.999. Vor einer Woche waren es noch 42.999. 7.000 Euro hochgegangen von einer auf die andere Woche. Dein Ernst? Ja. Also es wäre gut gewesen, wenn man jetzt im Dezember zum Beispiel schon einen von denen bestellt hätte. Wie du. Du bist so eine Bissbirne. Das wäre sehr gut, hätte man im Dezember einen bestellt. Könnte man den direkt jetzt quasi für teuer Geld mehr wieder verkaufen. Aber der macht die ganze Zeit was, ne? Nee, der du. Doch. Also ja. Ich lenk nur. Der Tempomat. Du hast ganz normal ein Tempomat drin jetzt einfach, ne? Ja, guck mal, jetzt da vorne. Oh, geil. Das ist krass, Alter. Das siehst du hier jetzt, ne? Du hast. Ja, das ist direkt gesehen. Ja, klar. Der sieht ja auch das Auto hier vor dir, ne? Du hast, der Tempomat steht jetzt auf maximal 70 km/h, ne? Hier darfst du aber jetzt 60 fahren. Sprich, wenn du jetzt auf dieses 60, jetzt ist er ausgegangen, weil du stehen geblieben bist. Ja, ich gesagt, ja. Aber du hättest jetzt auf dieses 60-Symbol klicken können und dann hätte er das übernommen im Tempomat. Es geht jetzt nicht, weil du Tempomat aus hast. Aber sollen wir jetzt wirklich dahin fahren? Ich habe einen anderen Supercharger, ja, wenn ich bin. Dann fahr. Muss es ein Tesla Supercharger sein? Um die Vorteile zu zeigen, schon, ja. Der andere ist auch krass, den ich kenne. Ja, aber dann das kannst du nicht mit draufklicken so, auf das so, Ding so. Und so. Aber wir können ja mal gucken, ob noch ein anderer Tesla Supercharger in der Nähe ist. Also ja, okay. Das ist ein langes Video. Weil hier sind ganz viele Sachen, die ich mir noch angucken will. Ja. Darf ich hier draufklicken? Ja, klick drauf. Hier kannst du dann die Farben von deinem Auto ändern, zum Beispiel. Das, was wir gerade vorhin gesagt haben. Ne? Musst du aber, geht halt nur im Parken. Ne? Musst du nur halt parken. Oh. Das ist so Zeitvertreibsdinger an der Ladesäule halt. Ne? Ja, wir müssen mal kurz parken, damit ich jetzt alles mal zeigen kann. Baut mal schöne Autos. Ja. Der sieht wirklich die Autos. Ne? Der sieht alles. Ja. Deswegen, das ist ja das, was ich dir letztens sagen wollte. Der sieht auch das Auto vorne dran. Ne? Also der sieht da drüber auch irgendwie. So, und du könntest jetzt mit deinem Rad rechts am Lenkrad könntest du den Tempomat verstellen. Also du könntest jetzt. Das hier? Genau. Wenn du mit einer Klicks machst, ja, oder du machst so eine Ratschbewegung, dann macht der Fünfer Schritte. Genau. Boah, weißt du das alles schon? Ja, ich habe einen Testwagen gehabt. Und hast du dann beim Testwagen, hast du dann entschieden, du willst auch so einen? Ja. Ja, ne? Ja. Nach einer Woche. Das ist mir noch nie passiert vorher, dass ich einen Testwagen hatte und nach einer Woche. GTR. Hatte ich ja nie als Testwagen. Nicht nach einer Woche, ja, okay. Ja, und auch nicht nach einer Woche. Aber ich will jetzt hier rein, das macht er ja jetzt nicht. Nee, dafür bräuchtest du das größere Update, was Fabian nicht hat. Jetzt will er beschleunigen, das ist kacke. Du hast auch keinen Autopilot an. Das war jetzt nur Tempomat, kein Autopilot. Aber du könntest trotzdem jetzt Tempomat anmachen und dann würde er einfach die Geschwindigkeit halt in der Reihe von den Autos fahren, ohne halt zu lenken. Ja, das habe ich gemerkt. Genau, ja. So. Jetzt fährt er einfach beschleunigt und bremst automatisch. Das macht er auch echt krass. Du musst also nur lenken. Das macht er echt krass. Ja, aber warte mal, wenn wir gleich den Autopilot anhaben. Es wäre halt gut, wenn wir auf einer Landstraße, Autobahn oder so sind, dass du das halt. Und wie lange macht er das dann? Ich glaube so 30 Sekunden, da musst du das Lenkrad bewegen. Also er sagt schon nach 15 Sekunden, bitte mal bewegen, aber spätestens nach 30 bricht er, glaube ich, ab. Falls du eingepennt bist. Ja. Ich kann innerhalb von 30 Sekunden einpennen. Ja. Aber sicherer. Ja. Meldet er sich dann laut? Am Anfang klingt es nur so blau an der Seite, dass du weißt, okay, mal bewegen. Und dann fängt er an, Töne zu machen irgendwann. Mhm. Ich verstehe aber, was du hattest für ein Erlebnis. Ich will das auch gerade haben. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll und wann ich das fahren soll. Aber ich will es auch haben. Also ich weiß genau, was du meinst. Also der Innenraum ist cool. Das Auto sieht scheiße aus. Für mich. Scheiße finde ich nein, nicht. Scheiße ist falsch. Aber es könnte besser aussehen. Ich guck mir mal an, was so für Tuning-Sachen dafür gibt. So. Ich sag mal so, es hat mich nicht über die Optik von außen gecatcht, das Auto. Du könntest jetzt zum Beispiel auch hier dich umgucken auf diesem Bildschirm an der Seite. Ne? Sprich, ein bisschen rauszoomen, ein bisschen reinzoomen. Ein bisschen drehen kannst du auch. Gibt es einen Autohersteller, der das so gut macht? Nein, nicht mal ansatzweise. Auch der Autopilot, wenn du den gleich mal probierst, wie das fährt, auch Kurven, was für einen Winkel du an Kurven fahren kannst mit diesem Autopilot, da wird jeder andere Hersteller aussteigen. Der fährt um die Kurve, also richtig. 90 ja, ich habe Videos gesehen, wo Leute sich das Auto auf dem Parkplatz kommen lassen. Ja, das geht halt bisher nur in Amerika leider. Ja, aber ich bin jetzt erst ein paar Meter gefahren und ich verstehe jetzt schon. Ich verstehe schon, warum. Also es fühlt sich auf jeden Fall
deutlich cooler und besonderer an als alle anderen. Also ich mache jetzt hier P. Genau, jetzt können wir das gleich benutzen. Willst du, soll ich dir jetzt noch ein paar andere Sachen zeigen? Ja, ja. Nee, zeig mal. Okay. Ja, das sind halt hier so Standardsachen, die du einstellen kannst. Ne? Aufladen, Autopilot, da kannst du auch verschiedene Sachen noch einstellen. Hier kannst du zum Beispiel auch die Warnung einstellen, die er geben soll, ne? Wenn du das Lenkrad bewegen musst. Ne? Mhm. Displayton, alles drum und dran. Du kannst zum Beispiel von Grund auf einstellen. Aber auch aus? Du kannst auch ausstellen, ja. Da hast du, glaube ich, nur hier unten so eine kleine Warnmeldung. Mhm. Du kannst auch einstellen, wie viel Abweichung er quasi erlauben soll von der Geschwindigkeit, die, die er angibt. Aber das kannst du bei vielen anderen ja auch einstellen. Mhm. Ne? Ich will das hier sehen. Was willst du sehen? Ja, genau. Da kannst du Spiele spielen. Die sind hier alle vorinstalliert. Da kommen auch regelmäßig mit Updates neue Spiele drauf. Ne? Wenn ich hier drauf gehe, dann kann ich Netflix anmachen. Dann kannst du Netflix anmachen. Und wer zahlt das? Du musst dich mit deinem Netflix-Account anmelden. Ah. Genau. Und das kostet Aufpreis? Nein. Nee. Das Display ist immer drin? Ja. Welche Funktion kann ich denn dazu kaufen? Du kannst nur dazu kaufen die Farbe. Also es gibt verschiedene Farben, es gibt verschiedene Felgen. Dann gibt es verschiedene Innenraumausstattungen, eine schwarze, eine weiße. Das ist die schwarze. Das ist die schwarze. Dann gibt es noch eine weiße. Und du kannst dazu kaufen zwei größere Autopilot-Pakete. Eins für 3.500, eins für 7.500. Die dir aber beide jetzt erstmal noch nichts bringen in Deutschland. Also nicht viel. Der eine hat noch einen Spurwechselassistent, was vielleicht noch was bringen würde. Aber dieses wirkliche autonome Fahren kommt halt erst nach einer Zeit. Und dann kannst du das auch erst benutzen. Aber das kannst du auch jederzeit nachträglich in deiner App kaufen. Das heißt, du musst es nicht ausstatten beim Kauf. Vor allem als Firma, wenn du den Bruttolistenpreis gering halten willst für die Versteuerung und sowas, ne, kaufst du das sowieso nicht. Und wenn du es dann irgendwann haben willst, kaufst du es einfach in der App nachträglich. Ja. Guck mal, wie wir sehen, ist Fabian noch nicht eingeloggt gewesen. Also das war noch nie gestartet. Hallo Schatz. Schatz, wir drehen gerade ganz überraschend ein Video mit dem Tesla von Fabian, ne? Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ja. Das Auto brauchst du. Ja? Also ganz, 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 das, in jeglicher Hinsicht passt dieses Auto zu dir. Warum? Ich kann es nicht beschreiben. Frag ihn mal, ob er dir den vielleicht leiht oder so. Oder dass du mal mitfahren darfst. Das ist echt geisteskrank. Besser als Taycan? Für den Preis. Also für den Preis, also gar kein Vergleich. Mhm. Von dem Fahren her nutzt man das eh nicht in einem Elektroauto, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also die Power, die der Taycan hat, die brauche ich nicht und die nutzt man auch nicht. Ja, das muss ja kein Turbo S sein. Nur wir dachten ja, als Maklerauto. Nee, also ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz ehrlich, nein. Tesla? Ja, muss ich wirklich, wirklich zugeben, das ist so spannend und so unterhaltsam und so gut und so richtig. Mofo sagt gerade was, oder? Ja, bedenke nur, es gibt von Tesla auch ein größeres Auto. Es gibt ja auch den Plaid S mit über 1000 PS, der dann vom Taycan her nochmal deutlich mehr Konkurrenz hat. Ja, aber der sieht noch hässlicher aus. Findest du? Aber das ist der große mit diesem Wagenauto. Nee. In Los Angeles haben wir auch diese flachen gesehen, wo ich mal gesagt habe, guck mal, das ist ein Plaid, der so aussieht wie so ein... Der ist geil. Ja, ja, aber der kostet halt auch richtig viel. So einen Model 3, jetzt wie Fabian den hat. Also wenn die Optik, ich sag mal so, wenn die Optik okay ist für einen. Ja, ist sie. Ja, dann muss ich, also kann ich jetzt schon sagen, nach 20 Minuten in dem Auto sitzen oder so, kann ich ganz klar sagen, wird kein anderes Elektroauto das so können. Also ich verstehe, weil die Jungs haben davon erzählt, Movo hat mir erzählt und Fabian hat mir erzählt. Und jetzt sehen wir alle so verrückte Dinge. Und wenn du dann drin sitzt, dann merkst du auch, dass die Scheiße halt echt cool ist. Ja, auch geil aufbereitet, so die Menüs und das ist echt, echt geil. Okay. Also noch ein Tesla. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, also noch ein Tesla. Ja, ja, also musst du mal gucken so. Also ich, okay. Ist schon echt krass, muss ich echt sagen. Also. Okay, ja, das freut mich. Okay, wir drehen weiter. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. Gut, die Auflösung ist, ne? Ja, Full HD Display. Ne, und hier oben kannst du dann auch so Sachen wie, während du das guckst, kannst du halt die Temperatur immer noch verstellen. Ne? Mhm. Wenn du jetzt an der Ladesäule bist, ne, kalt, warm hast, kannst du hier die Helligkeit verstellen und natürlich die Lautstärke. Kannst du auch am Lenkrad verstellen, die Lautstärke an der linken Seite. Gibt es hier auch ein Spiel, wo ich mit lenken kann? Ja, gibt's. Und zwar ist das dieses Spiel. Du verwendest auch dein Gaspedal und dein Bremspedal, ne, um das zu spielen. Was hast du gemacht? Komm, was ist gemacht? Das weiß ich nicht. Natürlich. Ich hab Gas gegeben. Wie verrückt muss ich denn fahren? Ja, ich kann es abrechnen. Nein, warte, ich will gewinnen. Erster Platz. Nein. Ja, das... Ja, dann gibt es auch noch so Sachen hier wie die Spielekiste. Da gibt es auch so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel halt, dass du dein Auto färben kannst. Das, was du vorhin angesprochen hast. Ne? Da kannst du anpassen, kannst du jetzt rot machen. Oh. Ne? Oder alle möglichen Farben, die es so gibt. Man kann sich auch eine Farbe aussuchen, ja, ja. So, ne? wie man den folieren will. Und dann ist das nicht nur hier auf dem Bildschirm so, sondern halt auch in deiner App. Ne? Das ist dann überall so.
Ja, ich merke schon. Okay, gibt's noch irgendwas, was ich so wissen muss? Ja, es gibt so viele Sachen. Ne? Du kannst jetzt zum Beispiel. Du hast mir so viel im Auto hast du mir noch erzählt. Das geht in Amerika, um den Parken, ne? Das Auto ja, zu dir kommt. Ja, ja. Also du kannst jetzt zum Beispiel hier über dieses Megafon-Ding, ne? Könntest du jetzt, machen wir das Fenster ein bisschen runter. Jetzt spielt er deine Audioquelle außen ab, also dein Radio oder deine Musik. Je nachdem, was du hast, spielt er jetzt außen ab. Während ich fahre? Nee, im Stehen. Du könntest aber auch hier hingehen. Hallo? Hallo, Vorsicht! Da kannst du mit den Leuten draußen reden. Und du könntest deinen Hubton anpassen zum Beispiel in eine Ziege. Das ist außen. Wenn wir draußen gefurzt jetzt. Ja, ist am Zebrastreifen oder so, ist das schon ganz lustig. Applaus. Wenn die Oma im Krückstock es geschafft hat, über die Straße zu laufen, kannst du applaudieren. Aber die Frau guckt da böse. Ja, das sind halt so Spielereien. Aber die sorgen dafür, dass du ein Lächeln im Gesicht hast und das ist halt, irgendwo bindet dich das halt auch an die Marke und das Auto so. Was andere Elektroautohersteller halt schwierig hinbekommen, ne? Total. So. Okay. Da gibt's halt so verschiedene Sachen, ne? Dann kannst du Furzkissen auf die Sitze legen, wenn jemand einsteigt, dann furzt das zum Beispiel, ne? So Spielereien einfach. Kommt dann auch aus dem Lautsprecher von der Seite. Alter. Da gibt's auch verschiedene Fürze, ne? Fake and Ready. Fürzchen. Der ist ja geil! Oh, der ist ja super echt, hör mal! Das ist Manu. Ja. So, jetzt, du könntest jetzt zum Beispiel hier... Nee, warte, das ist sehr, sehr wichtig hier. Ja. Du könntest jetzt Furz on Demand unten aktivieren und dann kannst du jederzeit, während du jetzt beim Autofahren bist, in einem anderen Menü, drück mal die linke Daumentaste, dann spielt er das ab. Also kannst du einfach auch mitten in der Fahrt einfach mal droppen, so. Ja, genau. Und ihr könnt vom Handy aus die Kameras anmachen und könnt gucken, was ums Auto passiert. Das, was du hier jetzt siehst, kannst du jederzeit, egal wo du auf der Welt bist, in deiner Tesla-App auf deinem Handy sehen. Also bestes Spionauto. Genau. Und ja, es gibt auch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass du so, hier hast du so ein ne, Lagerfeuer, da kommt warme Luft aus den Düsen, kannst du ein bisschen romantisch machen. Ne? Genau. Ich gehe mal ganz kurz in die Einstellungen aufs Auto. Für dich so als Computer-Freak oder Computer-Fan. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ja. Wie ein fahrender Computer. Du fragst dich auch, warum das noch nicht immer niemand früher gemacht hat so. Ne? Weil es ist ja eigentlich. Ich glaube, weil die zu steif sind ja. Und sich das nicht trauen. Genau, also du hast. Hier in deinen Einstellungen kannst du noch verschiedene Einstellungen machen. Und ich glaube auch, ganz kurz, ich glaube auch, wenn jetzt ein deutscher Hersteller das machen würde, er würde das nicht so cool hinkriegen. Ja. Mein Gefühl sagt mir das irgendwie. Das ist schon sehr offenherzig und sehr fein. Und ich finde, immer so ein bisschen schwingt auch dieser Elon so mit. So. Ja. So, ich kann mir vorstellen, so eine Besprechung so, dann sagt er so, ja, ich will ein Furzkissen auf dem Sitz. Wirklich? Ich will ein Furzkissen auf dem Sitz. Auf allen Sitzen? Ja, auf allen Sitzen. Ja. Fertig. Weißt du? Und man kann auch, wenn Hunde im Auto sind, das Display eben anmachen und kann sagen, Temperatur. Genau. Kannst, wenn du hier bist und gehst einmal auf die Klimaeinstellungen, kannst du unter anderem hier auch die Lüftungsdüse ändern, wo die hin dingsen sollen. Ne? Und dann hast du hier die Möglichkeit, entweder Camp-Modus, das ist zum Beispiel, wenn du das Auto ausmachst, dann bleibt die Klimatisierung an, damit du nicht kalt kriegst nachts, wenn du mal im Auto schlafen willst oder sowas. Natürlich. Oder du machst den Hundemodus, ne? Dann hast du auch zusätzlich noch eine Nachricht auf dem Bildschirm, wo dann steht, das Auto, mein Herrchen ist gleich wieder zurück, das Auto wird in der Zeit klimatisiert. Mein Herrchen. Ne? Oder du kannst halt auf Halten klicken, wenn du jetzt zum Beispiel kurz einkaufen gehst und sagst, du willst, dass die Klimaanlage weiterläuft, damit das Auto weiterhin temperiert wird, klickst du einfach auf Halten und dann behält er die Einstellung in der Zeit so bei. Okay. Kannst aber alles per App auch steuern. Ich werd gefahren. Könntest jetzt, geh mal oben auf Navigieren. Lader in der Nähe und wir wollen natürlich zum nächsten Supercharger. Und der ist, also das, die roten sind die Supercharger logischerweise und alles andere sind die anderen Lader, die es so gibt. Ne? Jetzt startet er die Navigation dahin. So, jetzt kannst du den Autopilot mal reinmachen. Zweimal nach unten. Brauchst auch kein Gas geben und so. Der beschleunigt jetzt automatisch auf 50 km/h. Was ist ein Geräusch? Ja, du fährst langsamer als 20 km/h. Da muss er ja dieses Geräusch machen für den Passantenschutz, weißt du? Das, ja. Ja, genau. Du musst gar nichts machen, außer ab und zu. So, doch, gerade hat er mir gesagt, ich soll lenken. Ja, genau, außer ab und zu mal das Lenkrad bewegen. Aber so würde er an sich jetzt fahren. Bis dahin. Aber würde er bis an den Charger fahren? Ja. Nee, nicht bis an den Charger, bis zur Autobahnabfahrt. Okay. Aber in Amerika würde er bis zum Charger fahren. Wenn du dieses Full Safe Drive Beta installiert hast, ja. Das ist jetzt auch noch an, ne? Du musst eine richtig starke Lenkbewegung machen, damit der ausgeht. Solange die blauen Linien da drin sind, ist er an. Okay. Läuft er. Cool in the Gang läuft. Wir springen mal bis zum Charger, bis gleich. So, du könntest jetzt hingehen, könntest hier deine Ladeklappe öffnen über den Knopf. Und das machen wir nicht, weil jetzt zeige ich dir den Gag, was Geiles war. Ich bin echt gespannt, weil das ist für mich so echt ein geiler Moment. Du nimmst das Ding jetzt und klickst auf den Knopf da oben, auf den runden Kreis.
So, jetzt steckst du rein und fertig. Das war's. Mehr musst du nicht machen. Alles andere nimmt sich jetzt die Ladesäule vom Auto, deine Bezahldaten. Das habe ich mich schon so oft gefragt, warum das so ist. Weißt du, wenn ich zu der Säule hinfahre und mache so Düt und Karte raussuchen und alles, wo ich mir denke, Digga, ihr seid doch bei der elektronischen Bruder. Auto nicht. Sag ihm das doch, dass ich das bin. Ja. Ja, okay. Gut. Also wir haben auch gerade alle schon einmal beschleunigt. Wir gehen mal eben rein. Weil die 120er Zeit, die ist, glaube ich, jetzt nicht so berauschend. Ne? Und die muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich glaube, das reicht jetzt schon so, wie wir es gemacht haben. Du spürst auch, ja, der ist schnell, aber er ist, glaube ich, auch wirklich nur schnell aufgrund seiner Power, die Reichweite dann, also das Power ist so ein Endresultat, was dabei rauskommt, so gefühlt. Weil ich finde, wenn man beschleunigt, ist es kein Driver's Car. Aber es ist ein sehr geiles Spielzeug, ein sehr geiles Transportmittel, was dich wirklich sehr schön von A nach B bringt, auf eine moderne Art und Weise, die 2022 gerecht wird und vor allen Dingen auf eine Art und Weise, die zeigt, was freies Denken und Kreativität alles anrichten kann, nicht gesteckt in diese großkonzerngesteuerten, verschrumpelten, engstirnigen Dinge. No front. Also ist nicht böse gemeint, aber das spürt man ja doll. Oder man spürt es ja hier sehr doll, dass es nicht so ist. Hier finde ich es ganz doll und ich sage auch ganz klar an alle Hersteller, wenn die anfangen wirklich attraktive, da vorne steht jetzt zum Beispiel einer, wir machen das Pixel, das Kennzeichen mal, da steht jetzt ein Model 3, es ist einfach von dem Höhen-Längen-Verhältnis und von der C-Säule und so, es ist halt... Kein attraktives Auto. Nein. Genau. Es ist einfach wirklich, weiß ich nicht. Also ich gucke mir das mal an, so mit Rädern, was man da so machen kann. Aber jetzt nach diesem kurzen Probefahren muss ich wirklich sagen, kannst du mal klicken, ja. Wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Ding. Also wirklich. Und sehr stabil so. Also von den Funktionen und das Laden. Ich war schon ein paar Mal mit dem Taycan, mit meiner Porsche-Karte beim Laden. Das ging nicht. Das gibt's ja nicht. Also das habe ich noch nicht erlebt, dass nichts geht. Das ist einfach, du steckst rein. Es ist ja auch elementar nicht. Wichtig. Ja, also das Erlebnis hier, gerade beim Laden und so, ist einfach ein komplett anderes wie in jedem anderen Elektro. Auto. Gut, dass wir ein anderes Elektroauto noch bestellt haben, aber das ist auch sehr schön. Ja, das stimmt. Okay, es ist schöner. Optisch auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall das schönere Elektroauto. Ja. Gut, das ist, glaube ich, ein sehr langes Video mit sehr viel Gequatsch, mit wenig Fahren. Wir sprechen uns, glaube ich, Montag wieder, oder? Sollen wir nicht damit mal, also in einem anderen Video mal noch über die Lasesehne-Runde fahren? Interesse halber mal? Können wir auch machen. Ja, finde ich ganz cool. Dann können wir auch dann nochmal 100-200 nachreichen. Ja. Okay, tschüss.